Also liebe Soraya, wenn du mein Video siehst, du bist blöd. Ne, Elana? Tante Soraya, das ist so eine blöde Kuh. Die hat uns hier einfach alleine gelassen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal direkt aus dem Zug. Heute mal. Das ist die erste große Reise, die wir heute mit der Kleinen machen. Und zwar geht es nach Berlin zur Glowcon. Wir freuen uns alle sehr. Mein Mann ist nämlich auch mit dabei. Hallo, Mann. Du darfst ruhig Hallo sagen. Hallo. Also die Kleine hat sogar ihren eigenen Sitzplatz hier. Maxi Cosi. Und das Geile ist, Leute, ich muss euch das zeigen. Ich habe für 9 Euro einen Familienbereich reserviert und ich muss euch das mal zeigen. Das ist echt Luxus, Leute. Also hier sitzt keiner und hier sitzen wir und hier ist sogar komplett Platz für einen Kinderwagen und alles. Und wir haben einen eigenen Tisch, wir haben unsere Ruhe, wir können schreien. Mein Mann wischt gerade hier die Fenster. Schatz, wieso putzt du die Fenster? Wir fahren jetzt 4,5 Stunden und ich bin mal gespannt, wie die Kleine das so vertragen wird. Aber bisher ist sie eigentlich ganz ausgeglichen und ruhig. Elanchen, was sagst du denn, Schatzimen? Wie geht's dir? Hallo. Ja, halli, hallo, Elanchen. Ich glaube, oh, Elana hat Kacki gemacht. Schatz. Ich sitze bei dir. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, Scheiße. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein, warte mal, warte mal. Nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Hey, haben wir schon wieder gleich gemacht. Schnick, Schnack, Schnuck. Du? Also ganz ehrlich, sonst bin ich wirklich immer diejenige, die das macht. Also so ist das ja nicht. Wir werden die Fahrt auf jeden Fall genießen. Wir haben ja hier Ruhe und Platz ohne Ende. Und ich melde mich später. So, bisher ist es eigentlich ganz entspannt. Aber ich merke gerade, dass ich einfach nur müde bin. Und die Kleine nicht. Sie ist hyperaktiv, möchte spielen. Krabbelt mir hier gleich die Wände hoch. Elanchen. Also ich mache auf jeden Fall gleich erstmal Bubu, wenn wir im Hotelzimmer endlich ankommen. Und Elana auch. Wir sind endlich in Berlin angekommen. Die Fahrt war echt angenehm, muss ich sagen. Und die Kleine war auch sehr ruhig. Sie hat geschlafen, gegessen, war ein bisschen hyperaktiv, aber ansonsten alles gut. Mein Mann ist jetzt bei Vapiano und holt uns was zu essen, denn wir sind einfach nur froh, wenn wir in unserem Zimmer sind. Und heute werden wir definitiv nicht mehr rausgehen, sondern einfach nur essen und chillen. Ja, und morgen geht's dann ab zu Glow. Und hier ist mein Teddy. Hallo Teddy. Ist Elana ein Teddy? Ja. Wir sind in unserem Hotelzimmer endlich angekommen. Jetzt wird erstmal lecker gegessen. Ich habe mir was mit Chili und Orange ist das, glaube ich, und Hühnchen und Nudeln. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ja, die Kleine freut sich gerade irgendwie richtig, dass sie hier ist. Elanchen! Mein Mann ist gerade nach unten gelaufen, weil wir haben kein Kinderbettchen. Und ich mag das nicht so gerne, wenn die Kleine mit bei uns im Bettchen schläft und sie müsste hier in der Mitte schlafen. Ich habe einfach Angst, sie zu überrollen oder dass mein Mann sie überrollt. Ich weiß, dass das zwar nicht passiert, also wir kuscheln auch ganz oft im Bett oder schlafen auch zusammen dann ein. Aber ich schlafe dann nicht so bequem, weil ich irgendwie die ganze Zeit daran denke, okay, die Kleine ist da und ich bin dann immer so voll verkrampft und verkrüppelt irgendwie, liege ich dann da. Hast du, Schatz, hast du Süßigkeiten gekauft? Nein. Keine Chips oder so? Nur Chips. Chips hast du gekauft? Also Chips sind keine Süßigkeiten oder was? Immer gesund. Ich bin ein gesunder. Ach, Schatz. Ich bin ein gesundes Fitnessmodel jetzt. Ja, ich habe doch nichts ich bin jetzt gesagt. YouTube-Fitnessmodel geworden. Ach so, hm. Er ist YouTube-Fitnessmodel, aber er zeigt sich nicht. Nee. Ohne Gesicht. Fitnessmodel ohne Gesicht. Ich bin nicht bereit dafür. Essen tut einfach nur gut. Wirklich, Leute. Ja. Elana. Jetzt ist Elana nämlich dran, genau. Ihr Bettchen ist auch schon da. Mal schauen, wie das wird, ne? Aber ich denke mal eigentlich easy, oder Elana? Du bist ein easy Baby. Das muss ich jetzt echt mal loswerden. Wisst ihr, was wirklich total komisch ist? Also ich freue mich richtig dieses Jahr, dass ich mit meiner kleinen Familie hier bin. Aber was echt komisch ist, Soraya ist nicht dabei.
Das ist das erste Mal, dass ich jetzt alleine zur Glow gehe, ohne Soraya, die blöde Kuh. Die fliegt nämlich in den Urlaub und die hat das dann leider nicht geschafft. Aber wie hat Soraya gesagt, ich setze Elana morgen eine Perücke auf, eine schwarze. Und dann wird sie Soraya spielen. Die Stimme, die ist ja ungefähr gleich. So, wir liegen jetzt im Bettchen. Die Kleine soll eigentlich schlafen. Ist natürlich alles sehr neu für sie. Sie war gerade so hyperaktiv. Wir haben uns kaputt gedacht. Sie ist wirklich auf diesem Bett hin und her gerollt und hat sich die ganze Zeit so gefreut. Also sie ist irgendwie total aufgedreht. Elanino! Hallo Zazimann, ich sehe dich! Hallo! Kuckuck! Hallo Zazi! Also wir schauen jetzt noch ein bisschen fern und dann geht's ab in die Haia. Das Licht ist so scheiße. Ist hier besser? Boah Gott! Das ist ein kleiner Huibu. Ich sehe krank aus, ich sehe aus wie ein Geist, wie eine Leiche, ich weiß es nicht, alles in einem. Gib dir lieber weniger Mühe als mehr Mühe. Ich finde unten eine Zippel ist zu lang auf der linken Seite. Hier? Nein, unten. Die Augenbrauen sind gleich. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind jetzt wach. Ich habe die Kleine ganz zackig fertig gemacht. Wir gehen runter zum Frühstücken. Ich brauche nämlich was zu essen, ansonsten ist der Tag für mich gelaufen. Und dann muss ich ganz schnell hoch, mich fertig machen und dann geht's schon ab zu Glow. Mein Mann, ich nehme dich nie wieder mit, Danny. Der ist nur am Trödeln. Er war hier am Schlafen die ganze Zeit. Du hast mir... Schlaf. Ja, Schönheitsschlaf. Das hätte ich mal echt gebraucht. Hallo, Ilanchen. Ilanchen ist schon startklar. Und sie hat auch schon ein schickes Kleidchen an. Und Söckchen mit Rüschen. Kuckuck, Satzimen. Guten Morgen. Ihr Lieben, das ist auf jeden Fall mein Outfit. Also das ist das Kleid, was ich bei Mango abgeholt hatte. Aus Leder. Und so sieht mein Make-up aus. Habe ich ganz alleine gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so hinbekommen hätte. Sogar mit Fake-Lashes. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal schauen, was für Schuhe ich anziehe. Ich tendiere eher zu denen hier, aber ich weiß, das ist mal sehr gewagt. Aber es sieht richtig cool aus angezogen. Ja, ich muss auf jeden Fall schauen und bis später. Wir sind jetzt hier auf der Glow im Artist-Bereich. Ich sehe auch rosa und lila aus, weil das Licht hier so ist. Ja, ich führe euch jetzt mal ein wenig rum. Es ist riesig. Also hier in Berlin bin ich ja das erste Mal auf der Glow. Die anderen waren relativ überschaubar. Hier sind wohl über 50 Stände und zwei riesen Hallen. Ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Im Hotel und ich bin richtig müde, Leute, wirklich. Ich kann kaum reden. Also es war richtig schön und die Kleine hat richtig gut mitgemacht. Mein Mann hat super auf sie aufgepasst. Ja, hallo, Ilana. Ja, ich habe natürlich meine süßen Zuschauerinnen getroffen, was ich immer sehr, sehr schön finde. Meine Zuschauerinnen auch persönlich mal kennenzulernen und ein paar Worte auszutauschen. Und Elana auch. Morgen geht's dann nochmal zu Glow. Jetzt, ich werde jetzt wirklich erstmal schlafen, Leute, ne? Ob ihr mir glaubt oder nicht, aber ich brauche erstmal ein Mittagsschläfchen. Obwohl, ist das schon, wie spät ist es eigentlich? 16 Uhr, 17 Uhr? Ja, so ein Dreh. Halb fünf. Halb fünf ist es, ja. Wir ruhen uns jetzt erstmal ein wenig aus und dann, denke ich mal, gehen wir vielleicht was essen oder shoppen. Nein, keine Sorge, Schatz, wir gehen nicht shoppen. Er hasst es einfach. Elanchen, riechst du durch?
Hallihallo. Hallihallo. Ich würde mich am liebsten einfach abschminken und jetzt schon ins Bett legen. Aber das geht natürlich nicht. Wir haben erstmal 18 Uhr. Wir gehen jetzt gleich aber noch mit den anderen essen, Döner oder so, mal schauen. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der zweite Tag der Glow. Ich bin auch schon fast fertig. Es fehlen nur noch so die Feinheiten. Wir gehen jetzt erstmal runter frühstücken, deswegen habe ich noch keinen Lippenstift drauf. Heute ist das Wetter nicht so toll draußen, aber dadurch lassen wir uns keine schlechte Laune machen. So, ihr Lieben, ich versuche so viel es geht abzudrehen, aber man merkt immer wieder, dass es natürlich auch etwas stressig ist. Ne? Liebe ja. Kim? Ja. Sie glättet mir jetzt hinten noch ein wenig die Haare, weil ich das vergessen habe irgendwie. Da ist jetzt so eine kleine Delle drin. Ich muss euch auf jeden Fall gleich noch mein Outfit zeigen. Dazu bin ich natürlich auch nicht gekommen. Schaut euch mal bitte diese geile Hose an, Leute. Vor allen Dingen, du weißt gar nicht, wie geil das hier... Geh mal zum Licht. Weißt du, wie geil das funkelt? Kannst du mir jetzt auch brauche... Zeigen? Nee, da sieht man das nicht. Du musst da ins Licht. Da. Stopp. Von wo war die nochmal? New Yorker. Ich muss auf jeden Fall mir diese Hose besorgen. Die hat 20 Euro gekostet. Echt? Ja. Okay, ich hole mir... Gab es die noch in anderen Farben? Ich glaube, also ich habe nur diese hier gesehen. Warte. Diddlididdlididdi. Salam alaikum. Heute mal etwas gewagt. Ich habe mir die Overlays geholt bei Zara. Und dann das Kleid. Das ist auch von Zara, genau. Und sehr, sehr schön. Von der lieben Kim. Boah, die sind richtig geil. Nummer 2 neigt sich dem Ende zu. Wir sind jetzt im Hotelzimmer. Die kleine Maus ist noch etwas aufgedreht. Sie rollt sich hier auf dem Bett die ganze Zeit hin und her. Ich habe mein Pyjama schon an, weil ich einfach nur todmüde bin. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Also es hat auch wirklich wunderbar geklappt mit der Kleinen. Also Schatz, du bekommst von mir einen Orden als bester Papa der Welt. Er hat das richtig gut gemacht mit der Kleinen. Und sie war die ganze Zeit so glücklich und happy und hat alle angelächelt. Ich glaube, jetzt ist sie eher langweilig, weil wir jetzt wechseln von der Glow. Ich glaube, sie hatte mehr Spaß als wir. Man merkt immer, wenn man dann halt auf so einem Event ist, wie stressig es in Wirklichkeit ist. Also natürlich positiver Stress, aber trotzdem ist man danach natürlich sehr, sehr müde und liegt um 18 Uhr schon im Bett. Schatz, bestellen wir uns noch was zu essen eigentlich? Ich habe heute Gemüsedöner. Ihr werdet es nicht glauben. Er und Paul, ja, von Kim Wood, der Freund. Paul, wenn du das siehst, du kriegst noch Schläge von mir. Die waren lecker Döner essen. Und meint ihr, die haben uns was mitgebracht? Nö. Natürlich nicht. Also ich bestelle auf jeden Fall was zu essen, weil ich richtig hungrig bin. Vielleicht, weißt du, auf was ich Lust habe? Pizza vielleicht? Wir sind bis morgen noch hier in Berlin. Um 13 Uhr fährt dann unser Zug zurück nach Kölle. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf zu Hause, weil zu Hause ist es immer am schönsten. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch so viel wie möglich zeigen konnte, auch wenn es vielleicht etwas zu wenig war auf der Glow, aber ich bin wirklich nicht dazu gekommen. Also wir haben uns jetzt wirklich Pizza bestellt und das sieht richtig lecker aus. Also ich hau jetzt auf jeden Fall rein. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt im Zug Richtung Kölle, also ab nach Hause. Es war wirklich ein wunderschönes Wochenende, wir hatten richtig viel Spaß. Du auch, Danny, oder? Ja, war schön.
Das hörte sich sehr überzeugt an. Nein, also er meinte, er fand es auch richtig schön und er hat auch sehr viele nette Leute kennengelernt. Wir haben uns auf jeden Fall hier eingedeckt mit Essen und Trinken und Süßigkeiten und Danny ist schon am Futtern. Ilanchen, möchtest du Tschüss sagen? Ilanino? Ilana? Bye bye! Sag mal winke winke! See you later, Alligator! Ciao, Kakao! Ihr Lieben, ich hoffe, mein Vlog hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ihr Lieben, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ich wollte euch noch ganz schnell fragen. Und zwar haben wir auf der Glow viele tolle Goodiebags bekommen. Und hättet ihr Lust auf ein Unboxing? Also, das wird doch dann ein Unboxing, genau. Also, wenn ihr Lust darauf habt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare Unboxing und dann werde ich das mal machen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.